Hallo und herzlich willkommen zum kleinen Test. Test beendet. Hallo und herzlich willkommen zum Minecraft Explorer. Ja, was machen wir heute? Ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet. Mein Inventar ist noch eine ganze Menge Müll, aber ist jetzt nicht so schlimm. Ich kann noch mal das hier wegpacken. Das ist Erde, dann gut, kann man gut zum Lückenfüller brauchen. Sonst, ja, wir machen die mal weg, nehmen noch die Hälfte der Bretter rein und dann gehen wir wieder nach unten. Genau, auch wenn es jetzt komisch wirkt, erstmal, wir werden weiter versuchen, Dungeon zu kommen und Rohstoffe irgendwie abzuernten. Die letzten Dungeon haben wir, glaube ich, komplett ausgebeutet. Da haben wir nichts weiter groß gefunden dann. Wir haben ja hier mehrfach uns durchgehämmert. Und jetzt werden wir einfach, ich werde erstmal geradeaus buddeln, so dass wir nicht gleich wieder in denselben Dungeon kommen. Denn das wäre ja erstmal fatal. Denn wir brauchen, das, was wir auf jeden Fall brauchen, ist Kohle. Und eigentlich kann ich jetzt mal einen kleinen Trick machen. Oder was heißt Trick? Einfach nur eine Methode, um vielleicht schneller wieder irgendwo reinzukommen in den Dungeon. Denn ich will wieder in einen Dungeon kommen. Mach ein bisschen Licht mal hier. Denn meistens ist es so, dass Dungeons ja wirklich, dass Dungeons die meisten Rohstoffe in sich haben. Ich höre gerade Wasser plätschern, aber weiß nicht, ob das nicht bekanntes ist. Am besten müssen wir auf Zombie-Geräusche achten. Okay, da hinten, ich mache mal nochmal Licht an. Da hinten sehe ich weiter nur noch Erde. Ich denke mal, irgendwann mal werden wir schon mal ankommen. Dann wird es Geräusche geben von Zombies in der Nähe oder sowas. Und dann werden wir uns irgendwie nach links oder nach rechts schlagen. Oder vielleicht finden wir einfach so mal Rohstoffe wieder. Ja, auch ganz praktisch. Ich brauche Kohle, Kohle, Kohle. So viel Kohle. Ich habe mal fast alles zusammengesammelt. Die im Ofen waren irgendwie noch jeweils 8 Stück Kohle, die habe ich nicht zusammengesammelt und den Rest habe ich jetzt alles in mein Inventar gepackt. Wäre natürlich blöd, wenn ich jetzt sterben würde, aber okay, hier haben wir Eisen. Haben wir noch mehr Eisen und ich mache nochmal Licht an. Na, hier mache ich an. Vielleicht haben wir Glück, dort wo Eisen sich befindet. Manchmal ist es mittendrin, wie jetzt. Schade. Manchmal ist es ja im Dungeon. Okay, wir hämmern einfach weiter. Aber Eisen ist schon mal schön. Jetzt haben wir Kies vor uns. Kies ist nervig. Kies ist absolut nervig. Und hier haben wir Sand drunter noch. Und hier haben wir eine Lampe. Und ich habe gerade ein Brot genommen, was ich nicht wollte. Verdammt. Na gut, jetzt haben wir noch eine Spitzhacke kaputt gemacht. Und wir laufen einfach weiter geradeaus. Und bestimmt ärgere ich mich, weil ich links und rechts an Dungeons vorbeilaufe und nicht hier, wo wir ankommen. Will jetzt auch nicht zu weit kommen, sonst komme ich vielleicht in Lava. Auch nicht sein, obwohl Lava ja größtenteils in Gebieten sich befinden, die ein bisschen großräumiger sind. Na komm. Schon elendig lang der Tunnel, den wir jetzt hier lang laufen. Aber bis auf ein bisschen Eisen haben wir jetzt noch nichts gefunden. Gut. Ah! Ich wollte eigentlich eine Fackel machen und kein Cobblestone oder unreine Stein. Kommt. Ein kleines bisschen noch. Jetzt muss ich gleich wieder Äxte machen oder meine Spitzhacken. Gut, ein Satz mit X, das war wohl nix. Was machen wir? Also was ich öfters weiß, ist, dass Dungeons öfters auch an andere Dungeons anknüpfen. Und so könnten wir versuchen, einfach nochmal hier runter zu gehen. So. Trotzdem
wir mal gucken, wie wir es meistern. So, okay. Okay, gerade habe ich Zombies gehört. Oder habe ich mich irre? Lag ich gerade falsch? War ich hier oben schon? Hier war nichts, oder? Mach mal kurz Licht an. Bisschen was mit Spaten machen hier. Nee, hier scheint nur Dreck und Erde zu sein. Nee. Gibt's hier noch einen Wasserfall in der Nähe? Hier ist Plätschern, aber ich glaube, das ist der Wasserfall da unweit von uns, wo wir gerade waren. Da war ja auch einer. Mach nochmal kurz eine Fackel. Ich habe schon mal festgestellt, wenn man was sucht, dann findet man das meistens nicht. Und wenn man dann irgendwie was nicht sucht, dann poppt man das. Ganz auf einmal passiert es dann. Wie als würden sich das Spiel ärgern wollen. Hahaha, du brauchst die Rohstoffe, kannst du vergessen. Du wirst erstmal lange nichts erleben hier. Oder direkt in die Lava fallen, was noch schöner wäre. Gut. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Wieder in den Dungeon, der ja noch tiefer war. Hier gibt es, glaube ich, gar nichts mehr. Jetzt höre ich nochmal Wasser. Ich höre hier Wasser. Jetzt höre ich es wieder nicht. Ist das fies? Wo ist denn Wasser? Zwei Spitzhacken habe ich noch. Ich höre es immer hier. Über mir, unter mir. Ah, jetzt bin ich krass. Ich versuche mal über mir zu hämmern. Gerade verrutscht. Das war nicht immer so clever. Über einen, aber ich höre die ganze Zeit Wasser. Und ich hoffe, dass ich das irgendwie finde. Jetzt bin ich wieder hier runtergefallen. Und man sollte auch aufpassen, wo man hingeht. Ich komm näher. Jetzt wieder hell. Okay, hier haben wir vorhin schon gegraben. Aber ist doch nicht, echt nicht weit weg, Wasser hier. Ach man, ich verwechsel dauernd. Dummer Stein hier. Ich hab den rechten Ohr die ganze Zeit Wasser. Okay. Und hier scheint so, dass wir da angekommen sind, wo wir schon mal waren. Also, na super. Das war, glaube ich, die Stelle, wo hier hinter ein Dungeon war, wo wir schon drinnen waren. Ja, hier waren wir also auch schon. Genau, hier waren ja ein paar Zombies noch drin. Oder? Irre ich mich jetzt wieder? Hier war auch nichts weiter. Ach man. Schade. Gut.
Gehen wir raus. Ärgert mich nur. Die Frage ist, wo können wir langlaufen? Hier habe ich eine ganze Menge rumgehämmert, aber wo lang? Bitte schön, wo lang? Nein, 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 nein. Hier ist wieder so ein komisches Ende. Oben was? Nein. Hier ist ja gar nichts. Hilfe. Hier sind wir doch reingekommen, oder? Ach, dummer Kies. Oh, hier sind wir reingekommen. Ach. Steht mir irgendein Block im Weg? So. Und hoch mit mir. Na komm, Stein. So, da sind wir wieder hier. Na gut, das war ein wohl diesmal wieder nichts. Und wir haben auch schon von vorne gegraben und es hat nichts gelungen. Dann würde ich sagen, wir gehen mal in eine Richtung nach draußen, wo wir bisher noch nicht groß waren. Und versuchen einfach dort irgendwelche natürlichen Höhlen zu finden. Ist manchmal einfacher. Ich hoffe nur, dass es nicht allzu dunkel draußen ist. Werkzeuge müssen wir uns nochmal kurz machen. Geht gerade die Sonne auf oder unter? Geht auf. Oh, das ist der ideale Zeitpunkt. Dann werden wir mal... so. Und dann machen wir einen Spaten. Und eins, zwei... Na, und... hier hin. Genau, sehr schön. Und dann raus mit uns. Na gut, noch nicht ganz. Noch ein bisschen was ablagern. Was könnten wir noch weg nicht gebrauchen? Einmal nehme ich mal einen Notfallzauber mit. Kann ja sein. Ja. Weg mit euch Stein und mit dem Dreck und mit dem... Da. So einen Schwachsinn brauche ich gar nicht. Gut. Und meinetwegen noch Brot mit einmal. Und dann raus mit uns. Und dann gehen wir mal nach links. Da waren wir noch gar nicht. Da, wo unser Boot sich hingetrieben hat. Da haben wir nur mal kurz geschaut. Hier, auf der linken Seite. Aber wir sind noch nicht allzu weit nach links gelaufen. Boah, gerade Panik bekommen. Und ich dachte, ist schon so spät, dass ich schon wieder überzogen habe. Aber nee, noch ist es nicht. Aber bald ist es schon wieder vorbei. Aber wir haben einen Tag und da ist ein Skelett gestorben. Juhu, ein Pfeil. Da hat gerade eine Kuh Schaden bekommen. Na, dumme Kühe. Auf jeden Fall sind hier irgendwelche Gebirgsketten und die können wir uns mal anschauen. Kann sein, dass ja, hier in der Nähe irgendwo ein Graben ist. Wo man einfach mal reinfallen kann und dann auf einmal im Dungeon sich befindet. Sowas gibt's überall. Muss sie nur finden. Drüben ist noch eine Gebirgskette. Gehen wir mal in Richtung der. Ah, hier unten ist was Interessantes. Genau, was ich geredet habe. Zwei Eingänge, drei Eingänge. Oh, ideal. Ja, dann würde ich mal sagen, ich markiere das mal kurz hier. Wir das jederzeit wiederfinden. Und ja, wir machen hier eine kleine kurze Pause. Ich bin so gemein und dann werden wir nächstes Mal die Höhlen erkundschaften und mal gucken, ob wir nicht Rohstoffe bekommen. Ja, bis dahin, euch noch einen schönen Tag. Ciao.